Herzlich willkommen. Bedarfe von Lernenden als Grundlage wirksamer Handlungsstrategien ist heute unser Thema. Der Auftrag von Inklusion ist klar: Partizipation von Schülerinnen und Schülern am Unterricht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber wie können wir das umsetzen? Und vor allen Dingen, für welche Bereiche ist das vielleicht besonders wichtig? Welche Bereiche kann ich besonders als Lehrkraft im Blick behalten? Individuelle Förderung ist ein oft genannter Faktor, der aber schwierig ist umzusetzen. Was bedeutet individuelle Förderung? Beziehungsweise, was muss ich dafür im Blick haben? Wir widmen uns heute zwei Bereichen, die ganz wichtig sind: dem Lernen und dem Verhalten. Beide tragen sehr deutlich dazu bei, akademische, aber auch soziale, emotionale Persönlichkeitsentwicklungen voranzubringen. Und beide Bereiche haben wesentliche Stolpersteine, aber auch viele Möglichkeiten der Entwicklung. Ich werde einiges zum Bereich Lernen berichten. Lernen wird dimensional betrachtet, Lernschwierigkeiten ebenso. Lernschwierigkeiten sind in einen dynamischen Prozess eingebunden, der oft ein Teufelskreis ist. Kinder und Jugendliche erleben Misserfolg im Lernen, Misserfolg in der Auseinandersetzung mit schulischen Inhalten. Es können Prozesse der Verfestigung von Misserfolg stattfinden. Und die sind sehr demotivierend. Wenn Kinder scheitern, immer wieder scheitern im Lernprozess, dann folgt keine Motivation. Hier ist eine ganz wichtige Aufgabe der Lehrkraft zu identifizieren, frühzeitig zu identifizieren, wo liegen Stolpersteine bei einzelnen Kindern und Jugendlichen und wie können wir dagegen steuern? Wie können wir frühzeitig Unterstützung einbinden in den Unterricht, um solchen Scheiternprozessen, solchen Prozessen der Entwicklung von Lernschwierigkeiten vorzubeugen? Ursachen für Lernschwierigkeiten sind vielfältig in Fachliteratur verbunden, aber es ist sehr schwierig, hier auf eine Antwort zu kommen. Viel wichtiger ist deswegen, die Bedingungsfaktoren in den Blick zu rücken und genauer zu gucken, wie kann ich lernen, wie kann ich Komponenten des Lernens unterstützen und frühzeitig intervenieren. Dazu sind verschiedene Voraussetzungen der Informationsverarbeitung bedeutsam. Ich kann Vorwissen aktivieren, Basisfertigkeiten trainieren und das ist bereits bei Schuleintritt oder bereits vor Schuleintritt ein wichtiger Faktor. Was können die Kinder, welche Sprache, wie ist Motorik, Denken, Wahrnehmung ausgeprägt, all das sind wichtige Faktoren. Andererseits, neben den Basisfertigkeiten und dem Vorwissen, ist ganz wichtig, wie die Lernaktivität vonstatten geht. Also wie ist die Handlungssteuerung ausgeprägt? Wie kann ich Lernstrategien einsetzen? Wie kann ich meine Impulse kontrollieren? Wie kann ich Emotionen steuern während des Lernprozesses? Aber auch, welche Motivation habe ich und wie kann ich mich motiviert am Lernen unterstützen? Also, welches Leistungsanspruchsniveau habe ich? Wie ist die emotionale Bewertung von Lernhandlungen? Und auch, wie ist das schulische Selbstkonzept? Und Kinder hier zu unterstützen, sowohl in Lernaktivität als auch in Informationsverarbeitung, ist wichtig. Faktoren im Lernprozess gibt es viele. Neben den gerade genannten spielen natürlich biologische, soziale und auch psychologische Faktoren eine große Rolle. Bedeutsam in allen Faktoren ist, dass ich sie frühzeitig identifiziere und auf Stolpersteine eingehe. Also wenn ich früh erkenne, wo Bedarfe von Kindern und Jugendlichen liegen, kann ich hier sehr deutlich früh in der Schullaufbahn gucken, auch Vorläuferfertigkeiten, Basiskompetenzen gut unterstützen. Das kann ich einerseits tun, indem ich früh genauer überprüfe, was die Bedarfe sind und hier Diagnostik in Folge in Bedarf von Lernverlaufsdiagnostik deutlich gucke. Da kann ich auch in Schule im Unterricht Struktur einbinden. Auf Grundlage von lernverlaufsdiagnostischen Ergebnissen kann ich Struktur zur Entlastung des Arbeitsgedächtnisses beispielsweise einbinden. Ich kann Checklisten, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, spezifische Fertigkeiten trainieren, die Kindern und Jugendlichen hier helfen, sich erfolgreicher mit Lernanforderungen auseinanderzusetzen. Kognitive Aktivierung, davon haben wir im Paket 1 gesprochen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich kann hier sehr deutlich den Lernprozess unterstützen, strukturiert aktivieren durch direkte Instruktion. Ich kann systematisch peergestützte Aktivitäten einbinden.
Hier kann eine gegenseitige Unterstützung und Auseinandersetzung sehr erfolgreich stattfinden. Ich kann konstruktive Unterstützung bieten, indem ich sehr deutlich Feedback gebe, Rückmeldung ganz stringent am Lernprozess orientiere. Es existieren Förderprogramme. Als Lehrkraft muss ich mich nicht mit allem ganz intensiv auseinandersetzen. Wir haben erfolgreiche und als gut evaluierte Förderprogramme, die ganz systematisch auf Entwicklungsmodellen basierend Unterstützung anbieten, wo Material vorbereitet ist. Die kann ich systematisch einsetzen, um Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Die Lernerfolge durch begleitende Diagnostikprozesse festzuhalten, das ist ein wichtiger Schritt. Wir haben im Paket 2 von Response to Intervention von Mehrebenenmodellen gesprochen. Hier spielt die Lernverlaufsdiagnostik eine wesentliche Rolle, damit ich nah am Schüler, an der Schülerin sein kann und hier sehr gut merke, muss ich meine Intervention anpassen, muss ich meinen Unterricht umstrukturieren oder führt das, was ich tue, vielleicht schon zum gewünschten Erfolg und ich kann genau so weitermachen. Also hier auch die Lernverlaufsdiagnostik als Rückmeldung für mich als Lehrkraft zu nutzen. Das sind ganz wichtige Schritte. Zusammenfassend könnte man sagen, gestalten Sie die Rahmenbedingungen so, dass Schülerinnen und Schüler mit Stolpersteinen im Lernen sich gut damit auseinandersetzen können, dass sie Unterstützung bekommen, wo sie sie brauchen. Identifizieren Sie dafür frühzeitig die Bedarfe und die Möglichkeiten. Setzen Sie stringent an, gucken Sie, wo spezifische Unterstützung genau an den Bedarfen der Schülerinnen und Schüler orientiert möglich und notwendig sind. Besprechen Sie auch die Ziele und Erfolge mit den Schülerinnen und Schülern, entwickeln Sie gemeinsam Konzepte und feiern Sie auch Ihre Erfolge dann gemeinsam. Dieser zweite Teil dreht sich insbesondere um die Förderung und Unterstützung bei emotional-sozialen Entwicklungen. Ganz häufig hören Sie, und vielleicht denken Sie es auch selber, herausforderndes Verhalten, Problemsituationen im Sozialen sind viel belastender als der Lernprozess selber. Und in der Tat gibt es dazu auch empirische Befunde. Gerade im inklusiven Setting berichten viele Lehrkräfte herausforderndes Verhalten, aggressives Verhalten, aufmerksamkeitsgestörtes Verhalten. Das ist das, was uns die Arbeit deutlich erschwert. Also eine große Belastung für Lehrkräfte im inklusiven Setting. Man muss aber auch bedenken, solche Situationen sind auch eine Belastung für die Schülerinnen und Schüler selbst. Für die, die solche Probleme mitbringen, aber auch für die, die mit diesen Schülern zusammen lernen müssen. Es ist also eine Belastung für den Unterrichtsprozess, für das Miteinander, aber auch für die kognitiven Prozesse. Oft wird gesagt, die Häufigkeit nimmt zu. Das werden immer mehr Schüler. Ja, die Befunde bestätigen das nicht unbedingt. Wir haben zwar eine deutliche Zunahme der Diagnosen im Schulsystem, von ungefähr 0,3% vor 20 Jahren sind wir jetzt bei 1,3%. Also eine deutliche Zunahme im Schulsystem. Aber Studien, die außerhalb der Schule erheben, die Lehrkräfte nicht in den Fokus setzen, sondern die die Eltern befragen oder auch die Kinder und Jugendlichen selbst, die zeigen eigentlich, dass die Häufigkeiten relativ gleichbleibend sind. Aber es ist kein seltenes Phänomen. Ungefähr 15% aller Kinder und Jugendlichen berichten von sich selber, dass sie Schwierigkeiten in ihren Gefühlen, in ihrem sozialen Verhandeln, in ihren Bindungen zu Mitschülern, zu Freunden und in ihrem sozialen Umfeld haben. Es ist also durchaus ein häufiges Phänomen. Von diesen angesprochenen 1,6% aller Kinder und Jugendlichen, die eine sonderpädagogische Diagnose im Bereich des Verhaltens erhalten, nehmen ungefähr 60% in inklusiven Settings am Unterricht teil. Also die Mehrzahl der Kinder mit solchen Diagnosen besuchen allgemeine Schulen. Das heißt aber auch, wir müssen in der allgemeinen Schule, eigentlich in jeder Schulform, müssen wir daran denken, auch sozial-emotionale Entwicklungs- und Lernprozesse gezielt zu unterstützen. Und diese Unterstützung entlastet die Schülerinnen und Schüler, entlastet aber auch Sie als Lehrkraft deutlich. Die Frage stellt sich vielleicht, welche Risikofaktoren spielen eine Rolle? Warum entsteht überhaupt ein solches Problem? Die Studien zeigen, häufig sind es viele Faktoren, die zusammenspielen. Wir haben nicht eine Ursache, die führt zu dieser Wirkung, sondern da spielen mehrere Risikobelastungen zusammen.
Sehr gut bestätigt sind Risikofaktoren, die aus dem sozialen Bereich stammen, nämlich sozioökonomische Benachteiligung, also arme Lebensverhältnisse, aber auch so etwas wie Migrationshintergrund ist zum Beispiel in der KICS-Studie gut belegt. Die Formen aber sollte man sich genauer anschauen. Wie zeigen sich solche sozial-emotionalen Schwierigkeiten in der Entwicklung? Wir haben dann immer sofort eher so diese nach außen gerichteten Verhaltensweisen vor Augen. Aggressives Verhalten, wo es Schlägereien gibt, wo man immer wieder auch verbal aggressiv miteinander interagiert. Oder auch andere Schüler, die eher Probleme haben, sich zu konzentrieren. ADHS, vielleicht ein bekanntes Phänomen. Das sind Bereiche, das sind Entwicklungsschwierigkeiten, die nach außen gerichtet sind. Dabei gehen oft die Probleme, die nach innen gerichtet sind, Ängste, Depressionen, die werden hingegen oft übersehen. Und solche Schülerinnen und Schüler bekommen dann nicht die Zuwendung, die Unterstützung, die ihnen eigentlich genauso zusteht. Was können wir als Lehrkräfte tun? Der Grundansatz müsste lauten, präventiv zu arbeiten. Prävention ist der Schlüssel zum Erfolg. Wie können wir präventiv arbeiten? Wie können wir von vornherein eine gute Möglichkeit sozial-emotionaler Fortschritte bieten? Zwei große Ansätze helfen uns dabei. Der eine Ansatz: Ich habe Förderprogramme, die mir helfen, sozial-emotionale Kompetenzen, Fähigkeiten, sich in sozialen Situationen gut zu verhalten, so etwas ganz gezielt aufzubauen, Lernprozesse im sozial-emotionalen Bereich aufzubauen. Denn viele unserer Schüler, die können ihre Gefühle auch schlecht steuern, die können ihre Gefühle vielleicht gar nicht gut benennen. Ihnen dabei zu helfen, diese Gefühle zu erkennen, mit denen umzugehen, ist ein guter Schritt. Dann auch das umzusetzen in produktives, positives Sozialverhalten. Wie interagiere ich mit meinen Mitschülern? Wie kann ich gut auch mich selber dabei steuern in sozialen Situationen? Welche Verhaltensfähigkeiten habe ich denn? Das sind gute Inhalte von Präventionsprogrammen. Wenn Sie sich darüber einen Überblick verschaffen wollen, welche Förderprogramme wir dafür haben, empfehle ich Ihnen die Grüne Liste Prävention im Internet. Grüne Liste Prävention, da können Sie recherchieren nach Möglichkeiten der Unterstützung sozial-emotionaler Kompetenzen. Das ist eine Säule. Gut etablierte, ausgearbeitete Förderprogramme, das müssen Sie auch nicht alles selbst entwickeln. Da können Sie auf wissenschaftlich fundierte Vorgehensweisen zurückgreifen. Und die andere Säule, die kennen Sie schon. Ein gutes Classroom-Management. Einen guten Rahmen zu bauen, klare Regeln, Strukturen, Abläufe, so etwas kommunizieren, transparent machen, das gibt Sicherheit. Das hilft Schülerinnen und Schülern dabei wiederum erfolgreich zu agieren, sich im Klassenzimmer gemäß diesen Regeln zu verhalten. Und ein ganz entscheidender Punkt ist, erlebe ich es dann auch als Erfolg? Bekomme ich ein positives Feedback auf meine guten Verhaltensweisen? Wenn ich es schaffe, in der Kleingruppe längere Zeit miteinander zu arbeiten, kriege ich dazu eine positive Rückmeldung? Das bestärkt mich in meiner Entwicklung, weiterhin sozial gut zu interagieren. Und da bietet die Schule große Chancen, das aufzubauen, das systematisch zu verfolgen. Und davon profitieren alle Beteiligten. Sie haben etwas über die Bereiche des Lernens und des Verhaltens gehört. Jetzt wollen wir uns kurz darüber austauschen, warum die Kombination des Lernens und des Verhaltens, also der sozial-emotionalen Entwicklung, besonders hilfreich und wirksam ist. Man kann sagen, dass die gemeinsame Förderung von akademischen, sozialen und emotionalen Prozessen sich gegenseitig befruchtet. Die Kombination ASEL wird das manchmal genannt, Academic Social Emotional Learning, ein schöner Fachbegriff, aber diese Kombination führt dazu, dass sich das gegenseitig unterstützt. Wenn ich zum Beispiel im sozial-emotionalen Lernen Fortschritte mache, kann ich besser wiederum mich konzentrieren auf Lernprozesse, wo ich interagiere mit meinen Mitschülern. Das ist absolut einleuchtend. Also beide Bereiche, sowohl emotionale, soziale Aspekte als auch die Bereiche des Lernens zu betrachten und da genauer hinzugucken. In beiden Fachbereichen haben wir eben darüber gesprochen, wie hilfreich es ist, frühzeitig zu gucken. Und darum geht es ja auch hier, dass wir frühzeitig in beide Bereiche uns einen Einblick verschaffen und da auch die Entwicklung der Kinder betrachten und voranbringen.
Und ich glaube, das hat sich gezeigt, auch in den Studien, so kann man zusammenfassen, wenn man gezielt hinschaut auf die Bedarfe der Lernenden, wenn wir die auch wirklich fundiert erheben und dokumentieren und dann schauen, ob unsere Maßnahmen zu Fortschritten führen, das zu prüfen, dann sind wir auf einem guten Weg. Wenn wir das nicht tun, dann vermuten wir Effekte, dann vermuten wir, dass wir erfolgreich arbeiten. Aber wir wissen es nicht sicher. Und manchmal sind wir nicht so erfolgreich, wie wir uns das wünschen würden. Genau, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Also es ist eben nicht intuitiv erklärbar und intuitiv spürbar, wo Kinder und Jugendliche stehen in ihren Entwicklungen, weder im Bereich des Lernens noch im Bereich des Verhaltens. Von daher den Blick hier zu schärfen, auch sich den Erfolg zu gönnen, zu sehen, was habe ich getan, wo habe ich eine Intervention auch sehr gut gemacht, wo hat sie die Schülerinnen und Schüler vorangebracht, das macht absolut Sinn. Also man könnte vielleicht zusammenfassen, die Kombination des Lernens und des Verhaltens ist total hilfreich und wirksam, bringt auch für alle Kinder und Jugendlichen in der Klasse etwas. Und auch mir als Lehrkraft gibt es viele Handlungsmöglichkeiten, die ich hier einbringen kann. Und da wäre natürlich die Frage, was sind die Elemente? Was ist das, was zum Erfolg führt? Ich glaube, so ein Punkt ist, dass wir durchaus verstehen, dass diese Assessments, diese Einschätzung der Lernfortschritte, dass sie für mich als Lehrkraft ein wichtiges Feedback darstellen, aber auch für die Lernenden selber, für die Schüler oder auch für die Klasse. Guckt mal, was wir jetzt können. Guckt mal, wie intensiv wir zusammengearbeitet haben. Guckt mal, was wir jetzt alles auf die Beine gestellt haben. Diese Assessments, diese Einschätzungen zeigen, wir sind auf einem guten Weg. Das wäre also ein Kernelement einer erfolgreichen Unterstützung. Einschätzung der Verläufe der Wirksamkeit einer Maßnahme. Genau, ein weiterer ganz wichtiger Punkt, Sie müssen nicht alleine agieren. Um einen solchen Umfang zu stemmen, um so gezielt auch individuell und auf Klassenebene zu arbeiten, brauchen wir multiprofessionelle Teams. Also wirklich im Team arbeiten, verschiedene Professionen zusammenziehen, sich austauschen, gemeinsam weiterentwickeln und sich auch da Feedback abholen. Und durch diese Rückmeldung von den Assessments, die du eben angesprochen hast, habe ich ja auch die Chance, stetig im Prozess Veränderungen zu etablieren. Und ein drittes Element wäre, ich weiß auch, was wirksame Maßnahmen sind. Wir haben in unserem Paket zum guten Unterricht, haben wir Ihnen Hinweise gegeben, was für das Lernen sehr hilfreich ist. Im Bereich Verhalten wissen wir durch viele Evaluationsstudien, wie können wir Schülerinnen, die es schwer haben oder die mit Benachteiligungen in die Schule kommen, wie können wir sie unterstützen, trotzdem Fortschritte zu machen? Was sind die wirksamen Maßnahmen? Was ist mein Handwerkskoffer, mit dem ich erfolgreich arbeiten kann? Da haben wir so drei Elemente, glaube ich, die uns Fortschritte bieten. Und es ist nicht nur eine Maßnahme und wenn die nicht klappt, dann haben wir verloren. Sondern wir haben verschiedene Ansatzmöglichkeiten, mit denen wir Fortschritte auf den Weg bringen können. Genau, wir fassen also zusammen. Rahmenkonzept, ganz wichtig. Frühe Intervention, frühe Identifizierung von Stolpersteinen und Chancen und daran ausgerichtet begleitende Dokumentation, begleitendes Assessment in einem multiprofessionellen Team, in dem wir uns gemeinsam weiterentwickeln und die Schule den Unterricht auf den Weg bringen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, mit den Kindern sprechen. Mit den Schülerinnen und Schülern, den Jugendlichen ins Gespräch kommen. Sind wir auf einem guten Weg? Also diese Partizipation, dieser partizipative Gedanke ist, glaube ich, etwas, was für diese Arbeitsweise ein ganz zentrales Steuerelement ist. Sich auf diesen Weg des Miteinandersprechens, des Suchens nach den besten Möglichkeiten mit den Schülerinnen und Schülern auf den Weg zu machen. Ich glaube, das ist ein wesentliches Element auch eines gelingenden Unterrichts. Und erfüllt sehr gut den Auftrag, den Inklusion zu bieten hat. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, empfehlen Sie es gerne weiter. Aktuelle Informationen zu diesem Video, Literaturangaben und weiteren Materialien aus diesem Projekt finden Sie unter dem angegebenen Link oder bei twillo.de unter dem Stichwort OER Lehrkräftebildung. Dieses Video wurde unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht und ist zur Weiternutzung freigegeben. Weitere Lizenzhinweise entnehmen Sie bitte dieser Ansicht.